Ja, und willkommen, mein Name ist Andy und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Das ist Torga, wie ihm gerade bewusst geworden ist, in was für eine Situation er sich gerade befindet. Ihr seht es nicht on screen, aber das ist jeder zweite Tag mit Torga, ehrlich gesagt. Manchmal muss er halt irgendwie so ein bisschen Dampf ablassen, ne? Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. Final Fantasy 16, habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Wir sind hier im Turm, ich glaube, Dremur, das ist Elder Scrolls, glaube ich. Dremur, ne? Ja. Wir sind hier im Turm Dremur, wir sind hier hingekommen im letzten Part. Haben uns durch zwei Bosse durchgekloppt, einer ist noch hier am Liegen. Und ich glaube, wir sind hier hingekommen, weil wir irgendwie so ein paar Leute retten wollten, die Barnabas irgendwie entführt hat oder verschleppt hat oder so, ne? Ich glaube, den Mann von dieser schwangeren Frau, die wir letztes Mal getroffen haben. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Ist schon wieder zwei Tage her, Mann. Da ist schon wieder... Könnte ich erwarten, dass ich das mir bald, okay. So, wir gucken mal. Clive hat, glaube ich, im letzten Part irgendwie diese Treppe hier entdeckt und hat logischerweise festgestellt, dass wir hier hochgehen können. Also gehen wir hier hoch, ne? Und gucken, was hier noch so abgeht, ne? Oh, ich kriege sehr viele Tränke. Uff. Barnabas. Das Kapitel heißt doch irgendwie so der letzte König. Von daher nehme ich schon fast an, dass wir ihn wenigstens hier begegnen werden, vielleicht. Wenn wir ihn schon direkt bekämpfen würden, das wäre schon ein bisschen heftig. Irgendwie so random in so einen Turm reingehen und dann kämpfen wir gegen den. Ja, mal schauen. Aus wie die Berserker-Rüstung von Guts. Aus Berserk. Werden, damit ihre Schneide scharf bleibt. Mörder. Was sorgst du dich um diese wertlosen Kreaturen? Sie sind nichts. Schwach, schon vom Augenblick ihrer... Oh, ich finde es so gut, dass der blau hat und ich habe rot. Nach Macht, die ihrer Art nicht zusteht, und zerfleischen sich dabei letztlich selbst. Wie Schafe, die sich im Dreck zusammenscharen und jene zerstampfen, die mit einem goldenen Vlies gesegnet wurden. Nur um ihre eigene kümmerliche Existenz ertragen zu können. Vorurteile und Hetzerei, Zerwürfnis und Konflikte, alles Schlechte dieser Welt entspringt der Bosheit des menschlichen Herzens. Was hat der Kingdom Hearts? Bosheit geboren aus dem Schmerz und dem Leid. Alles Leben entspringt der Dunkelheit und endet in ihr. So auch das Herz. Ist es, der euch von eurem ersten bis zu eurem letzten Atemzug zerfrisst. Du irrst. Er zerfrisst mich nicht. Er macht mich aus. Jede Entscheidung, selbst eine falsche, treibt mich erst voran. Also laufe ich weiter. Nicht als Marionette. Als ein Mensch. Was bist du? Auch ich habe einst in solch einfachen Strukturen gedacht. Wer ist so krass? Barnabas. Vor langer Zeit schenkte Gott der Menschheit die Gabe der Magie. Und mit dieser Gabe schuf sie herrliche Zivilisationen. Doch mit der Zeit verlor die Gabe Gottes ihre Bedeutung. Die Ära des Gemeinsinns wandelte sich zur Ära der Habgier. Ja, Menschen müssen natürlich wieder alles ruinieren, ne? Mensch sich vom Schöpfer ab und beschwor durch sein Tun die Fäule herauf. Dennoch hielten einige wenige weiterhin den Blick auf den Himmel gerichtet. Und
und sie beteten zu Gott, dass er sie zurück zum Pfad des Rechts führe. Der Herr erhörte sie und antwortete: Den Würdigen werden sich die Tore des Paradieses öffnen. Also streckte ich meine Arme weit aus und ließ meine Seele in die Wogen des Äthers gleiten. Ich gab mich dem Schöpfer hin. Oh Mann. Du bist wahnsinnig. Er nahm mein Opfer an und sprach zu mir: Nur wenn ihr Sterblichen lernt zu dienen, sollt ihr Erlösung erfahren. Siehst du? Das Paradies liegt nur einen Schritt von uns entfernt. Wieso zögern wir noch? Wir müssen unsere alten Sünden von uns abstreifen. Denn nur jene mit reinem Herzen werden Einlass in die neue Welt erhalten. Ich werde uns retten. Doch alles beginnt und endet mit dir. Du bist der Schlüssel. So ganz verkehrt ist seine Logik ehrlich gesagt nicht, ne? Gott hat uns hier irgendwie, hat der Mensch hat hier eine Magie gegeben. Wir haben die natürlich nicht. Wir wurden natürlich wieder zu gierig, ne? Gott zu dienen? Sag mir, nennst du das Leben? Hat Clive gerade alle, die an der Religion glauben, geroastet? Das, wonach du strebst, ist keine Erlösung. Du glaubst an Gott? Zu leben bedeutet frei zu sein. Ohne eine Wahl gibt es keine Existenz. Kriegen wir wieder auf die Fresse jetzt. Wir haben schon zweimal auf die Fresse bekommen von dem Typen. Wir haben eine S-Bahn mehr jetzt. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, wird einen riesigen Unterschied machen, ne? Mal schauen. Für Bahamut brauchten wir zwei S-Bahn. Ich will es nur mal anmerken, ne? Und Bahamut hat sich dauernd mit Odin gekloppt. Ich möchte es nur mal erwähnen, ne? Gott. Au. Na, guck mal, wie das hier abläuft. Vielleicht mal einige Sachen hier einsetzen. Ich kann ja gar nicht ausweichen. Aha. Also ganz verkehrt klingt seine Logik eigentlich nicht, ne? Also Gott hat uns irgendwie diese Macht gegeben, ne? Und wir haben die natürlich missbraucht, weil wir halt Menschen sind und doof sind, ne? Und als wir dann verlangt ist so, hör mal, vertraut mir mal ein bisschen, ne? Und dann ist wieder alles okay und ja. Und so wie ich das verstanden habe, sind wir Menschen auch irgendwie an die Fäulnisse hier schuld, ne? Also Nein, da wollte ich nicht. Nein, ich will raus. Nein, ich will raus. Da voll verschwindet hier. Aber er ist der Bösewicht, ne? Er glaubt an Gott, das heißt, er ist böse, ne? Aber Clive hat jetzt mal ganz so ganz krass alle Gläubigen hier geroastet. Was, du glaubst an Gott? Das nennst du Leben? Pff. Das ist ja schon wieder so eine politische Nachricht, die heute in allen Serien und so vorkommt.
ob das Spiel ja weiß machen will, ich weiß es nicht. Also wisst ihr Bescheid, ne? Final Fantasy 16, ne? An Gott zu glauben ist ein Fehler, ne? Ich habe es nicht gesagt, ne? Das Spiel hat gesagt. Ich will es nur mal anmerken. Aua. Ey, den Typen ausweichen ist gar nicht so einfach. Aha. So, erstmal alles draufhauen. Ich glaube nicht, dass wir stärker sind als er. Wir machen ihm voll wenig Schaden irgendwie, habe ich so ein Gefühl. Zack. Ich wünschte, ich hätte ein rotes Schwert noch ausgerüstet. Das gelbe Schwert passt irgendwie nicht so. So stylmäßig, finde ich. Ich glaube nicht mal, dass er irgendwie versucht hat, gegen uns zu kämpfen bisher. Ja. Es ist Ifrit-Zeit. Es ist Ifrit-Zeit. Boah. Mal los. Na, ich habe noch die gleichen AP, ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon gegen den kämpfen heute, aber okay. Ja, außer er macht uns natürlich wieder jetzt fertig, ne? Kann natürlich wieder auch eine Möglichkeit sein. Wir liegen am Boden vor dem Hintergrund, ist voll die schöne Musik. Dich, Mythos. Sonst wirst du mich niemals besiegen. Abwarten. Jetzt hab ich gerade aus meinem Ifrit rausgehauen. Oh Gott. Ah, ah, oh Gott. Ah, ah, ah. Ah. Au, au. Jetzt wohl schwer hier auszuweichen, ey. Dann macht man Schaden, aua. Au, Gott. Macht man viel Schaden, der Typ. Wo bin ich ja sicher? Au, mein Gott. Jetzt reicht's aber mal. Oh Gott, kann ich Schaden nehmen während diesen Angriffs? So, ich muss meine dicken Dinger hier raushauen. Weil ich keine Zeit habe irgendwie. Ja. Ich komme gar nicht dazu, irgendwie den seinen Leiste hier zu brechen. Oh Gott, warte mal, ich weiß, ich soll hinter dir, ne? Ja. Hab ich vorhin gerade so bemerkt. Sollte ich vielleicht mal versuchen. Guter Treffer, Kleib. Voll zu weit weg, aber okay. Gott. Ah. Oh.
Aua. Ah, Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich schaffe es nicht, den auszuweichen. Ja. Ich habe so viele Tränke verballert hier. Nein, hör doch mal auf. Aha. Warte. Dicker Angriff. Wo ist er? Nein. Da, oh, wie hat ich das schon wieder ausweichen soll? Alter, der macht mich fertig. Nein. Nein, geh weg, geh weg. Gott. Ich sehe gar nicht hier. Nein, ich wollte mich eigentlich heilen. Hey. Oh, ich habe gar keine normalen Tränke mehr. Na, oh Gott. Nein, 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 nein. Lass mich einfach hier reingehen, damit ich unbesiegbar, ne? Voll der Beam Struggle hier. Ich nutze einfach die Unverwundbarkeit von diesen Angriffen aus. Na, Torgal, schnapp dir den. Na, auch. Kontert er mich die ganze Zeit? Da blockt meine Angriffe ab, das habe ich schon gemerkt, aber. Aber ich kann nicht verlieren. Du hast schon verloren, als du dich von uns abgewandt hast. Als du dich von der Wahrheit abgewandt hast, Barnabas. Wir sind nicht so schwach, wie dein Gott es glaubt. Good game. Nope. Und die Hälfte seiner AP übrig. Ich habe fast all meine Tränke schon verballert. Ich glaube nicht, dass Clive in irgendeiner Position ist, hier Sprüche zu kloppen. Gut gemacht, Torgal. Jetzt sau da ab. Was? Oh. Ne. So merkwürdig, den mit so einer Waffe zu sehen. Ich, für mich hat Odin immer noch irgendwie dieses Hackebeil hier aus Final Fantasy 8. Die Version, die ich am meisten kenne. Oder jeden Gegner mit einem Schlag one-shotten kann. Sogar Bosse. Ich glaube, wir sind am Verlieren. Aber wer weiß, was hier noch passiert, ne? Worauf wartest du noch? Menschen wissen nichts von Stärke. Doch du wirst Zeuge. Ja! Joshua, kommst du uns retten vielleicht? Können wir wieder so einen Fusionstanz machen? Du warst doch fertig damit, deinen Ruin, oder? Oh Gott.
Ja, klar. Jetzt werfe ich auf ihn drauf. Ah, schade. Du wagst es. Oh, wir haben sein Pferd erledigt. Wir haben Sleipnir erledigt. Selbst zur Waffe gemacht. Verzeih mir. Du bist nicht so dumm, wie ich angenommen hatte. Mythos? Dein störrischer Trotz erregt mein lang erstarrtes Herz, füllt es mit einer Freude, die ich seit Ewigkeiten vermisse. Welch Genuss! Der verlockende Kuss zügellosen Vergnügens, ein Traum, den ich verloren geglaubt hatte. Und nun, da dieses süße Gift rauschend durch meine Adern strömt, werde ich es bis zum letzten Tropfen genießen. Beweise deinen Bergmythos! Ich will an dir verbrennen! Alles klar. Greife an, alles klar. Mach ich doch gerne. Ah, doch, doch, doch. Oh, ich habe noch nicht mal Torgal zum Heilen. Mir ein paar Tränke hier zu sparen. Nein, ich bin ausgewichen. Den schaffe ich nie im Leben, wenn das so weitergeht. Mir werden irgendwann die Tränke ausgehen. Nein. Ja, umdrehen, Kollege. Aber er steht auch nur, der hat gar keine AP-Leiste. Ich muss ihn nur angreifen. Da warte her. Dann kann ich mit meinen dicken Angriff nehmen. Oh ja, die machen dick Schaden. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich muss die Unverwundbarkeit von diesen Angriffen ausnutzen. Dunkelheit sammelt sich. Kannst du noch mal an? Ja, ich wusste es. Sah nicht irgendwie aus, als würde ich da ausgewichen, aber okay. Santen zu kennen? Nein. Das ist dieser One-Shot-Angriff. Vier. Mach das weg. Drei. Zwei. Eins. Oh, oh Gott. Goku Sans Entzuken. Au, 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 oh Gott. Ja, aber heilen, bitte, danke. Das ist der Angriff, der einen normalerweise immer One-Shot in Final Fantasy 8. Ich bin noch ausgewichen, Mann. Oh, wie ich jedes Mal damit daneben hau. Oh. Der tut diese Angriffe auch abblocken, habe ich gerade gesehen. Alter, ich treffe damit nie. Ey. So, Rainer, ins Gesicht. Der Boss hat Sinn sich, ey. Ha. Nein. Nein. Hey, ich würde ja gerade Devil May Cry spielen gegen wie letzter Kampf gegen Virgil oder so. Devil May Cry 3.
oder irgend so einem finalen Boss. Ja. No. Boah, es ist immer dieser zweite Angriff, der trifft mich jedes Mal damit. Einfach alle Angriffe, die ich habe. Nein, da wollte ich nicht rein. So, jetzt in die Fresse. Viel Schaden bitte. Danach habe ich wahrscheinlich noch irgendwie so ein Kaijo-Kampf mit dem, ne? In so einem S-Bar-Form oder so. Bahamut. Ich habe aber nur noch einen Supertrank. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Der kommt immer mit neuen Angriffen hier um die Ecke. Ja, okay. Was hat der finale Kampf von Final Fantasy 13-2? Ah, das ist mein letzter Supertrank. So viel haben bereits nach meiner Krone getrachtet, Mythos. Also was hier? Noch den hier. Keiner hat sie mir vom Haupt nehmen können. Warte nur, bis du da wieder rauskommst, ne? Komm her. Immer draufhauen, immer draufhauen. Wo ist er? Da. Viel Schaden, viel Schaden. Okay, ist gut. Was hat denn? Ja, es ist auch noch ein Beyblade. Ah, ich ich habe langsam durch, Leute. Ich habe ihn verloren. Ah. Korrekt. Den kriege ich nicht rechtzeitig. Nicht, wenn er immer noch mit die ganze Zeit neuen Angriffen hier um die Ecke kommt, ey. Nicht sicher, total. Nein, jetzt bin ich nicht sicher. Au, au, au. Ich bin so schnell darauf reagieren soll, Mann. Nein, ich bin gleich tot. Komm, nur ein Stück. Komm, Jakob, mach das Ding kaputt. Die Leiste von dem weg. Sie sagen, Power am Abblocken. Gott, oh, komm her. Oder muss jetzt drauf gehen, Kollege. Einmal den hier, boah, der hält noch so viel aus, ne? Nee, das reicht nicht. Ah. Ah, ich bin sowas von tot. Boah, bitte nicht so kurz vorm Ziel. Ja, mach den Angriff ruhig. Das ist relativ chillig. Ich weiß nicht, ob ich das springen soll, aber mach ich. Gott. Ich bin tot. Friss das. Ich bin so gut wie tot. Ah.
zeigt sich. Ich war es, der sich durchgesetzt hat. Mein Wille hat gesiegt. Dein Wille? Ich habe den Kampf noch nicht mal annähernd bekommen, Clive. Also, ganz ruhig. Okay. Aber da stand Barnabas bezwungen. Oh, wir haben einen dunklen Splitter bekommen. Ja, da war ein bisschen antiklimatisch. Ich meine, der Kampf war extrem schwierig, ne? Aber ich habe da jetzt irgendwie nur so erwartet, dass er sich in Odin verwandelt und irgendwie wir uns dann irgendwie mit als Ifrit irgendwie so kloppen. Bin mir ziemlich sicher, da kommt bestimmt noch irgendwas, weil sonst wäre das ein bisschen zu wenig. Kommt wahrscheinlich jetzt hier noch so ein Esper-Kampf zwischen uns beiden, ne? Oder irgendwann später. Gezeigt und du wolltest, dass sie wahr ist. Die falsche Wahl. Es gibt nur die Welt, in der wir leben. Und diese Welt ist es wert, gerettet zu werden. Dafür töten wir auch einen Gott. So sehr nützlich war. Was willst du noch? Ich hätte fast vergessen. Ich versprach, dich für meinen Herrn präsentabel zu machen. Oh, gibt er uns seine Kräfte? Mit Gott. Nein.
Okay. Vielleicht war doch der letzte Kampf gegen Odin. Steckst du? Zeig dich mir! Wie fühlt es sich an, deinen Rivalen zu verschlingen, dich an seiner Macht zu laden? Ja, warum sind wir überhaupt weggelaufen? Er hat sich einfach umgedreht, wäre umgekehrt, ohne die Kräfte von ihnen einzusammeln. Da habe ich mich schon irgendwie gewundert. Mit oder ohne Willen, du bist nichts als ein Leib, unser Leib. Spürst du, wie er in Erwartung seines Schicksals zittert und bebt? Noch ist das nicht deiner! Du irrst. Komm, trotziges Kind. Wir erwarten dich auf dem Rücken des ersten Drachen. Wo alles enden und neu beginnen wird. Okay. Jetzt kann man wohl da rein, ne? Weil Odin nicht mehr da ist. Beziehungsweise jetzt in uns. Ja, das bedeutet ja eigentlich nur eine Ultima ist jetzt übrig, ne? Der perfekte Leib. Und währenddessen. Oh Gott. Schnell, Milord, hier rein. Ich habe nicht, dass das genug ist. Ja, einfach sein eigenes Abenteuer über erlebte. Mit den Orks zusammen sind da draußen gut 200.000 Feinde. In der Hauptstadt sind nicht genug Soldaten stationiert, um eine Armee von dieser Größe zurückzuschlagen. Und die Zentralfeste? Wird von Soldaten und Trägern aus den umliegenden Siedlungen gehalten. Sie sind der einzige Grund, dass sie noch steht. Und es bedurfte nur einer Invasion, damit sie zusammenfinden. Angst vor dem Tod schafft oft die rechte Perspektive. Ja, Perspektive. Vielleicht hat ihr auch uns gefehlt. Ja. Casual die ganzen Leute erledigen. Neffe, dieser Sid. Der Stach. Vergiss es. Meine Leute haben bessere
Besseres zu tun, als für nichts zu sterben. Dann habt ihr sogar schon was gemein. Ralf kämpft für das Gegenteil. Er kämpft für eine Welt, in der niemand umsonst sterben muss. Und er kämpft heute für die Hoffnung auf ein besseres Morgen. Mag ja schon stimmen, aber eine Handvoll Soldaten kommt nicht gegen ein Königreich an. Vielleicht habt ihr auch nur die falschen Männer. Hey. Wir sind nicht viele. Doch ich entsende so viele Dragoons, wie ich nur kann. Du, unterrichte Lord Havel über die Lage draußen in der Stadt. Jawohl, Hoheit. Und ihr wollt für uns kämpfen? Ich stehe in des Phönix Schuld. Das spricht für meine Neffen, oder? Ja, aber was dich angeht, habe ich noch Zweifel. Leg die fürs Erste beiseite. Na gut. Du sagtest, du hättest Männer in der Feste? Kannst du uns sagen, wie viele es noch sind? Einen Moment bitte. Kommandant? Egal wie viele. Randela kann keinen davon entbehren. Sammelt unsere Männer. Wir rücken aus. Los. Terence. Milord? Hier findest du ein Mädchen. Aber um uns herum tobt ein Krieg. Ich verdanke ihr mein Leben. Diese Schuld muss ich begleichen. Sorge dafür, dass es ihr an nichts fehlt. Dion, ich kann nicht gehen. Aber du musst. Will ich je hoffen, die Vergebung unseres Volkes zu erlangen, muss ich sie mir verdienen. Und das muss ich aus eigener Kraft schaffen. Nur meiner allein. Genau wie Clive. Wisse, dass diese Bitte mich zerreißt. Und wisse, dass ich ihr folge. Lebe wohl daraus. Wieder bei uns, ne? Wenn wir da hingehen und den Leuten helfen, dann gehen wir einfach direkt zum Final Boss. Hey Joshua, wir hätten deine Hilfe gebrauchen können, so ganz nebenbei. Ich lebe. Ich bin so verdammt froh, dich zu sehen, Joshua. Und Barnabas? Der König ist tot. Ich bin jetzt der neue König. Ach ja, und die Leute sind alle tot da oben. Das Kind wird der neue König. Edda, sie wurden gerecht. Du bist jetzt sicher und mit dir.
dein Kind. Wir müssen reden. Passt auf euch auf. Ihr wisst, dass ich am liebsten gehen würde. Ich weiß. Wo ist eigentlich Jill? Es ist besser, wenn ihr zurück zur Enterprise geht. Und zwar nicht nur wegen Edda. Sagt den anderen, was passiert ist. Auf mich ist Verlass. Kümmere dich gut um sie. Auf wen ist Verlass? Gav, warte mal, das reimt sich nicht. Verdammt. Boah, ich muss dieses Schwert austauschen, da passt irgendwie nicht so. Entscheidung. Hier wäre jetzt gleich ein neues Schwert, ne? Nehme ich an. Wir können eine Schwangere nicht alleine im Toten Land zurücklassen. Das Versteck ist sicherer für sie. Zumindest vorerst. Das Land hier gehört den Akasischen. Der König war schon lange einer von ihnen. Aus freien Stücken. Er traf diese Entscheidung. Ultima auf der Suche nach dem perfekten Leib zu dienen. Ich weiß es immer noch nicht, dass wir nicht so gegen Olinge gekämpft haben, so als Ifrit. Ihm folgte nur Zerstörung. So viel Leid und Tod. Für ihn war all die Gewalt reine Barmherzigkeit. Ein Akt, das Leid zu beenden. Er wollte wirklich die Rettung der Menschheit. Das hat Ultima ausgenutzt. So wie er uns ausnutzt. Warum uns? Was sind wir? Also Final Fantasy Thema im Hintergrund. Wir sind Domini. Seine Werkzeuge. Jetzt sehr langsames Violinstück. Doch das müssen wir nicht so akzeptieren. Wir können uns wehren. Für das Recht zu leben. Ist es nicht so? Barnabas hat behauptet, die Mutterkristalle seien von Ultima. Von Ultima? Tatsächlich? Mittlerweile wissen wir, dass die Mutterkristalle dem Land den Äther entzogen haben. Und wir wissen, dass sie somit die Ursache für die Ausbreitung der Fäule waren. Aber was ich nicht verstehe, ist, was Ultima dadurch erreichen wollte. Was hast du in der Festung gefunden? Die Wahrheit über Ultimas Plan. Pff. Ich dachte lange am Sag uns auch mal Bescheid. Und zwar nur dir. Nein, er braucht nicht nur dich, er braucht uns beide, Ifrit und Phönix vereint. Er braucht das, wozu wir in Dichasia geworden sind. Nur wenn unser beider Flammen verschmelzen, ist sein Leib vollkommen. Wozu er diesen Leib braucht, ist mir jedoch nicht klar. Ich denke, es gibt etwas, das er ohne ihn nicht bewältigen kann. Etwas, das seine körperlose Form nicht zulässt. Und dafür braucht er unsägliche Mengen Äther und ein Gefäß, das diese aufnehmen kann. Ich vermute beinahe, Bruder, dass er eine Art Zauber wirken will. Eine fast 1000 Jahre alte Magie unvorstellbaren Ausmaßes.
Und ohne uns würde er scheitern. Und ohne die Mutterkristalle. Aber zerstören wir sie alle? Werden wir nicht nur die Fäule, sondern auch Ultima aufhalten? Also gilt unser Plan noch. Nur diesmal. Stellen wir ihn gemeinsam. Ja. Es ist weit nach Stonehill. Aber machen wir ja nicht genau das, was er will. Verschmelzen und so. Jetzt haben wir alle Esper eingesammelt, ne? Also jetzt bieten wir uns eigentlich den Typen an. So wie ich das jetzt verstanden habe. Brüder. Ah, meine Lieblings-Gaff in Final Fantasy 8 Brothers. Die Macht der Dunkelheit. Clive hat sich ein Stück der Essenz Odins einverleibt. Zerstören von Odins Kraft ändert nicht nur ihr Element. Ja, Magie wird erinnert und so, ich weiß. Odins Esper-Kraft. Mit Odins Esper-Kraft, die Klinge der Dunkelheit, kann Clives Waffe in Odins legendäres Schwert verwandelt werden. Jeder Treffer lädt das Schwert langsam auf und breitet Santens Zucken vor. Halte vier Glück, um die Attacke auszuführen. Deren Stärke hängt dabei von der gesamten Ladung ab. Also ein bisschen wieder wie Barmut, ne? Santenzuken! Ja, natürlich sind wieder neue Aufträge. Der Weg nach Stonehill ist nicht länger versperrt. Natürlich sind wieder neue Aufträge aufgetaucht. Nein. Na, aber darum kümmern wir uns heute nicht mehr. Hier ist irgendwas Neues. Wir gehen jetzt mal ins Versteck. Wir kümmern uns um die Aufträge beim nächsten Mal, ne? Also, was ich jetzt noch machen will, ist hier genau ein neues Schwert herstellen können wir wahrscheinlich jetzt, ne? Ja, wahrscheinlich schon wieder stärker sein als legendäre, was ich ja letztens hergestellt hatte. Jo, was geht? Aber wie gesagt, ewig Schatten. Er ist sogar schwächer als was ich jetzt habe. Nein. Pass gut drauf auf, ja? Ja, ich kann ja den Skin davon mal ausrissen. Ich wollte schon sagen, ich habe ja dieses legendäre Schwert, ne? Dieses Ragnarok. Ja, wir können mal gucken, wie das Schwert aussieht. Da kann ich hier anschauen. Boah. So, ich will ganz ehrlich sein, seine Klamotten sehen irgendwie so besser aus. Und das hier sieht eigentlich relativ gleich aus. Ich würde schon sagen, die Rüstung sieht ein bisschen besser aus. Aber laufen wir natürlich mit allen. So, und so, wie sieht denn mein Schwert aus? Da ist Ragnarok, das ist die ultimative. Korall. Ich kann mit Massamuni herumlaufen. Das sieht auch nicht schlecht aus, das Schwert, ne? Ich kann mal ein bisschen damit rumlaufen. Und da war davon auf diese Weise irgendwie was davon haben. So, Karon. Die Zeiten sind hart. Deck dich ein, solange du kannst. Warte mal hier. Nichts Neues. Ja, würde mich auch überraschen, wenn ich jetzt irgendwie was Geiles hier kaufen könnte. Okay. Ja, damit. Du machst mich noch arm, mein Junge. So, ich muss ein paar Heiltränke hier farmen beim nächsten Mal. Brauche ich natürlich nicht kaufen. Ich gehe da einmal zum Dämmerwald, ne? Oder wie auch immer das heißt, da gibt es schon wieder neue Kopfgeldjagden, das heißt, wir sind schon wieder ein bisschen beschäftigt beim nächsten Mal, ne? So nebenquestmäßig. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich von dem Kampf halten soll. Ich meine, der war natürlich der härteste Kampf bisher, ne? Das will ich gar nicht abstreiten, ne? Der war super schwierig, ne? Und ich habe das nur so ganz knapp geschafft, den zu gewinnen. Ich war kurz davor zu sterben und hatte irgendwie keine Tränke mehr übrig, ne? Also, oh Gott, sind hier eine Menge Gegner. Oh, da werde ich beschäftigt sein beim nächsten Mal. Gummamouch, Beigel,
Agni. Der Bote der Unterwelt, der Blutmond. Das ist aber alles immer noch nicht so schwierig wie hier, Swarok. Okay, da werden wir nächstes Mal beschäftigt sein, wieder mit Nebenquests, ne? So, es hat nur diese eine Quest, die ich da hab. Alles gut bei dir? Hey, yo. Okay. Ewige Ruhe, das ist die einzige Quest, die ich bekommen hab. Okay. Genug gesehen? Gut, das passt. Finde ich nicht schlecht. Also ja, wie gesagt, ich habe irgendwie vermisst, irgendwie, lass mal hier mal aktualisieren, das war auch schon lange nicht mehr gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, der Kampf an sich war natürlich klasse, ne? Der war super schwierig und so, ne? Hat definitiv verdient hier irgendwie. Vernichtet. Jetzt steht auf einmal vernichtet. Ja, weil ich den seinem Pferd erledigt habe, ne? Also er war ein Pferd, ne? Sag ich doch. Also ja, wie wenig Charaktere am Anfang hier waren. Die Hälfte von denen sind alle tot. Es ist wichtig, seinen Platz in der Welt genau zu kennen. So, da ist unser letztes Ziel, ne? Drachengrad. Gut. Aber ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie vermisst, jetzt hier irgendwie so ein Esper-Kampf zu haben, ne? Zwischen Efred und Odin, ne? Erst recht so nach dem Kampf mit Bahamut, ne? Aber nö. Wir haben nur so einen Einzelkampf irgendwie gehabt mit dem. Alles klar. Ich will erstmal die Musik hier gucken. Aber okay, ne? Was hat das? Okay. Aber okay, wenn das Spiel so ist, dann warum nicht, ne? So, beim nächsten Mal schnappen wir uns dann die Nebenquests. Wenn wir damit fertig sind, dann können wir irgendwann mal Ultima hier vom Dreschen. Zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. So, haben wir hier schon wieder was gelevelt. Oh. Heute habe ich außergewöhnlichen Lesestoff für euch. Nicht so viele Sachen. Barnabas Mutter. Nach der Kinder von Dimitskis. Echo ist der große Kontinent. Der Magitek-Krieg. Ich glaube, so ein Final Fantasy 6. Final Fantasy. Ja, ich glaube, da war nur der Krieg der Magi, ne? Aber ich glaube, wir haben alle Leute getroffen. Nein, da fehlt noch jemand. Na gut. Wir haben auch fast alles voll, ne? Gut, dann würde ich sagen, Odin haben wir erledigt, ne? Kann man ja mal machen, ne? Gut. Also war heute fertig. Beim nächsten Mal, wie gesagt, neben Quests und dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Ne? Bleibt ja nur eine Ultima übrig. Das heißt, wir werden unserem Weg jetzt hier. Wir werden uns den Weg jetzt hier hochboxen zu Ultima, ne? Und dann kloppen wir uns mit dem, ne? Odin habe ich noch nicht abgecheckt. Aber wir kommen ja sowieso heute nicht mehr dazu, Odin zu benutzen. Das heißt. Odin einverleibt. Gut. Oh, ist auch rot, das ist verwirrend. 5000. Oh, nice. Will ich haben. Ja, verbessern. Dann gucken wir mal. Weil ich will vielleicht ein paar Sachen hier verlernen, um die Punkte hier zu holen. Keine Ahnung. Gut. Ich werde jedenfalls wieder ein paar Tränke hier gefarmt haben, damit ich wieder alles voll habe, weil ich habe jetzt nichts. Und ja, beim nächsten Mal
haben wir wieder alles voll, ne, und sind wieder gewappnet, würde ich sagen, ne. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.